Hallo Lieben, heute habe ich wieder eine kleine Rezension für euch. Und zwar Final Girls von Riley Saga aus dem DTV Verlag. Das Buch ist ein Rezensionsexemplar, vielen Dank dafür nochmal. Es kostet 9,95 € und hat 413 Seiten. Dieses Buch ist ein Thriller und es handelt darum, dass drei Frauen welche in unterschiedlichen Situationen eine bestimmte, also alle drei Frauen haben was gemeinsam, und zwar haben sie eine tödliche Situation überlebt und sind damit Final Girls. Das sind auch in Filmen Frauen, die eben eine schwierige Situation, meistens in Horrorfilmen oder ja, Thriller oder sowas, überleben. Quincy, die Hauptperson, ist eben, oder der Hauptcharakter ist eben auch so eine Person, und sie hat vor einigen Jahren eben ein Massaker überlebt, als der Mörder eben ihre Freunde ermordet hat, und sie konnte mit ein paar Stichen überleben und eben weglaufen. Vor ihr gab es noch zwei weitere Frauen, die eben so eine Situation oder eine ähnliche Situation überlebt haben. Die erste Überlebende, Lisa, macht eben ja alles daraus, um irgendwie publik zu sein, um wahrscheinlich auch ein bisschen Geld mitzuverdienen. Und dadurch wird auch dieser Name Final Girls eben so bekannt, weil sie auch von sich selbst sagt, ich bin ein Final Girl, ich habe das überlebt, ich bin was Wichtiges oder so. Und die zweite ist Samantha. Samantha zieht sich komplett zurück. Sie macht keine Interviews. Sie möchte nicht an die Öffentlichkeit. Sie versteckt sich sozusagen. Und die letzte, Quincy, ist eigentlich so ähnlich wie Samantha, nur nicht ganz so versteckend. Aber sie gibt nur wenige Interviews. Sie möchte nicht in die Öffentlichkeit. Sie gibt, wie gesagt, ziemlich wenige Interviews und versucht auch irgendwie normal zu leben und dieses Final Girls oder Final Girl nicht zu sein. Sie hat einen Backvlog oder Backblock, macht Muffins, macht ganz viel Zeug, um eben sich irgendwie abzulenken oder normal zu sein. Und als dann Lisa stirbt, beziehungsweise einen Selbstmord macht, taucht auf einmal auch Samantha auf und möchte mit ihr reden, also mit Quincy. So versuchen sie eben herauszufinden, warum Lisa sich umgebracht hat und warum, beziehungsweise, wie es sein kann, dass nach so vielen Jahren sie sich auf einmal umbringt, obwohl sie so, der so in ihrem Leben drin war, also sie mochte das ja in der Öffentlichkeit zu sein, sie mochte es ja überlebt zu haben und so. Ich lasse das jetzt mal so offen stehen. Man erfährt in dem Buch viel über die Vergangenheit von Quincy, wie das alles passiert ist, immer in so kleinen Abschnitten, immer so ein bisschen versteckt. Also man weiß nicht so genau, was gerade passiert oder wie es jetzt zu diesen Morden bei Quincy kam, wer es wirklich war, und dann wird man wieder in die Gegenwart versetzt und muss herausfinden, wer jetzt Lisa umgebracht hat und wer wahrscheinlich auch Jagd auf Sam und Quinn macht. Kommen wir wieder zu meiner Bewertung. Das Cover finde ich sehr cool. Es ist einfach nur schwarz mit dieser weißen Schrift, mit dem bisschen Schlagschatten, sage ich jetzt mal. Und unten in Rot Thriller. Das sieht sehr cool aus, weil es eben schwarz-weiß ist und dann hier dieses Rote. Auf der Rückseite ist es so ähnlich, eben ganz schwarz gehalten. Und so Schlagwörter oder Schlagsätze dann in Rot. Der Schnitt des Buches, also es ist komplett schwarz sozusagen. Und hier innen ist auch wieder in Rot eingebunden. Und es sieht sehr cool aus. Ich finde ja so Bücher mit verschiedenen oder andersfarbigen Schnitten sehr, sehr cool.
Dadurch, dass das wahrscheinlich im Nachhinein erst eingefärbt wurde, waren die Seiten ein bisschen aneinander geklebt, aber das stört jetzt nicht viel. Das war nur so ein, eigentlich nur das Geräusch, dass es eben auseinander geht und es hat nicht wirklich geklebt. Der Schreibstil, wie gesagt, spielt eigentlich in der Vergangenheit und in der Gegenwart. In der Gegenwart wird das Ganze in der Ich-Form geschrieben, also man erlebt alles aus Quincys Sicht. Und in der Vergangenheit von Quincy wird alles aus der dritten Perspektive geschrieben. Finde ich eigentlich auch ganz interessant, weil dann fühlt man sich wirklich so, als würde sie sich daran erinnern, als würde sie das mehr so miterleben, statt zu erleben, also selbst zu erleben. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Ansonsten, der Schreibstil ist ganz gut. Es ist ein normaler, spannender Schreibstil. Man weiß, oder man wird immer so ein bisschen in eine Richtung gelenkt und dann kommt es doch wieder anders, als man denkt. Oder als man sich vorgestellt hat, wie es sein könnte. Das finde ich ganz cool. Ist sehr gut gemacht. Zur Story. Die Story, ja, die ist jetzt was Neues. Ich habe jetzt noch nicht gehört, dass das irgendwie so Final Girls oder Final Girl, das habe ich noch nie so gehört. Ist jetzt aber so an sich nichts Neues, dass jemand überlebt hat und dann doch gejagt wird von dem Mörder. Ist jetzt nichts Spannendes Neues. Wie ich schon zuvor erzählt habe, wird man so in eine Richtung gelenkt, dann denkt man, ah, der ist es, der könnte es sein. Und dann ist es dann doch wieder anders, weil man wird wieder in die andere Richtung gelenkt und man weiß so gegen Schluss erst richtig, wer es ist und was passiert ist und wie alles, ja, passiert ist, finde ich sehr, sehr gut. Was ich ja nicht so gut finde, wenn man direkt weiß, wer es ist und wenn es dann auch so ein bisschen blöde geschrieben ist, dann macht mir das Buch keinen Spaß, aber das hier war wirklich sehr cool. Man wusste, wie gesagt, man dachte zuerst, ah, der ist es, dann liest man weiter und dann denkt man sich, hä, das kann ja gar nicht sein, dann ist es doch eher der. Und dann am Schluss ist es, ja, jemand ganz anderes. finde ich sehr, sehr gut. Fehler bzw. Übersetzungsfehler. Da ich jetzt das Englische nicht kenne oder das Original nicht kenne, weiß ich nicht, ob es da Übersetzungsfehler gibt. An sich Fehler, Rechtschreibfehler habe ich, glaube ich, nur ein oder zwei gefunden. So ganz kleine, minimale, gar nicht auffallend. Also sehr gut. Das Buch kostet 9,95 €, ist relativ dick mit 413 Seiten. Also es geht eigentlich. Es ist ein, ja, normaler Preis mittlerweile. Also ist okay. Also ich muss sagen, das Buch war an sich sehr gut, hat mir sehr gut gefallen, sieht auch ziemlich cool aus, wie gesagt, mit diesem komplett schwarzen und dann innen drin das bisschen rote. War ein sehr, sehr gutes Buch, habe ich relativ schnell gelesen. Vielen Dank nochmal an den, hoppla, an den DTV Verlag für das Buch hier und ja, ich würde sagen, das war's dann auch schon und bis zum nächsten Mal dann. Auch Anna.